Es macht einfach mehr Spaß, drüber zu reden, wenn wir gewonnen haben, oder? Hallo und herzlich willkommen zum Legenden-Talk mit Rüdiger Abramczyk und mit Klaus Fischer. Hallo. Und mit mir. Ja, und mit dir. Ich bin der Einzige, der hier nichts kann, aber ihr beiden, ne? Mensch, konntet das. Ja, Jungs. Den Nagel auf den Kopf getroffen. Mal endlich wieder gewonnen, du. Stimmung ist besser, ne? Ja, das war auch ganz, ganz wichtig, da braucht man nicht drüber reden. Und war verdient, denke ich mal. Und wenn wir gleich, werde ich zwei Dinge ansprechen, die mir persönlich nicht gepasst haben. Aber da müssen wir drüber sprechen. Ja? Aber da waren einige Spieler dabei, muss ich ehrlich sagen, die haben gute Leistung gebracht. Tempelmann, muss ich sagen, das war seine beste Leistung und so kennen wir ihn auch, als wir ihn gesehen haben von 1. FC Nürnberg. Und ich hoffe, dass da die eine oder andere noch nachzieht, dann glaube ich schon, dass wir ja keine Probleme unten, weil wir sind ja noch Drittletzter, dass wir da keine Probleme haben werden, aber man hat gesehen, dass, wo wir auch immer schon gesagt haben, ohne Kampf von der ersten bis zur letzten Minute geht es nicht. Und jeder einzelne Spieler, nicht drei Mann, sondern die ganze Mannschaft. Da kannst du Spiele gewinnen. Hannover ist Tabellenvierter, also eine Spitzenmannschaft. Und wir haben natürlich, die erste Halbzeit war nie so doll, aber die zweite Halbzeit war eine Steigerung drin und immer verdient gewonnen. Abi, dein Gefühlsleben. Weil vorm Spiel hieß es ja, ne, alle Zeichen sind gegen uns. Ja. Hannover, ich bin nicht enttäuscht gewesen, aber Hannover, da habe ich schon ein bisschen mehr erwartet hier, also dass sie da ein bisschen mehr Druck machen. Aber ich glaube, die haben meiner Ansicht nach, wollten die unsere Truppe ein bisschen spielen lassen und dann wollten sie so auskontern. Das ist total misslungen, fand ich. Und ja, unsere Truppe hat gut gespielt, das muss man sagen. Wir haben natürlich durch Glück das 1-0 gemacht, ja, das war ja so eine... Naja, ob das eine richtige Flanke war, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die hat er irgendwie vom Schienbein gehauen. Auf jeden Fall ein Tor und das ist ja immer gut. Man hat ja dann gesehen, dass so ein bisschen Ruck in der Truppe reinkam, nachdem wir 1-0 geführt haben. Das waren, um dich nur ganz kurz zu unterbrechen, ja, die erste Halbzeitführung seit dem zweiten Spieltag. Ja, also ja, kannst du sehen, also wie lange wir darauf gewartet haben. Wir haben ja nicht umsonst 25 Tore reingekriegt. Und sind eigentlich die zweitschlechteste Mannschaft mit Gegentoren. Also außer glaub, Osnabrück, glaube ich, hat glaube ich 27. Also diesmal standen wir auch einigermaßen hinten, fand ich. Und das ist ja das, was wir in Karlsruhe genau umgekehrt gemacht haben. Ja? In Karlsruhe haben wir offensive Außen genommen und dafür in der Defensive geschwitzt ohne Ende. Und diesmal haben wir ja zwei Defensive reingenommen und trotzdem... sag ich mal, haben wir besser gestanden. Ja, das hätten wir wahrscheinlich so in Karlsruhe machen müssen. Und das hat dann hingehauen heute hier, oder viel besser am Samstag hat das schön hingehauen. Und ich war sehr überrascht, dass die Jungs auch nicht nachgelassen haben. Und das haben wir ja gesagt, egal wie, was für ein Sieg wir holen. Wenn es auch nur 1-0 gewesen wäre, mir ja auch scheißegal gewesen. Was wichtig war, dass wir nach dem 1-1 nicht zusammengebrochen sind, sondern haben gegengehalten, haben uns gewehrt. Und jetzt kommen wir zu den beiden Dingen, die ich mir aufgestoßen habe, muss ich ehrlich sagen. Und das erste ist der Ausgleich. Da muss man als Mannschaft, egal wer das macht, eine Zuordnung haben, der kann nicht so freistehen und dann laufen fünf Mann hin und der kann abschließen. Das hat mich gestört. Und da müssen wir drüber reden. Das geht nicht. Und das werden die Spieler auch gefragt. Weil die so, hallo, die sehen das ja, geh du da mal dahin. Ja? Und das nächste, das 3-2. Elfmeter. Ja, wo leben die eigentlich hier? Die Schiedsrichter, die da unten Spielpfeifen, haben keine Ahnung, weil sie nie Fußball gespielt haben. Was soll der Torwart denn machen? Der muss im Tor bleiben. Weil wenn der rauskommt und mit der Faust hingehen kann, dann muss ich als Stürmer, da bleibe ich weg. Ein Toni Schumacher hätte den Kopf abgehauen.
Und es gab ja auch ein Foto, das bewiesen hat, dass er ihm nicht das Knie in den Rücken rammt, sondern dass er den so seitlich hat, den Oberschenkel. Ne? Hallo, soll er erst mal nachdenken, wie er den Fuß stellen soll? Der kommt raus, konzentriert sich am Ball und muss ihn wegbocken. Der muss ihn ja treffen. So. Und ich bin 20 Jahre habe ich gespielt in der ersten Liga, nicht in der zweiten. Und 20 Jahre bin ich nicht mit dem Torwart zusammengeprallt. Weil da hinzugehen, da musst du doof sein. Ja, ist so. Oder du hast den Plan, da was zu holen. Aber ich glaube, ja, du siehst doch als Spieler, dass du da nie drankommen kannst. Ja, aber der ist ja mit dem Rücken ein bisschen zurückgelaufen. Der hat den Fährmann gar nicht gesehen. Und deswegen war der auch so erschrocken. Und ich glaube auch, also egal wie auch immer, also wenn man so rauskommt wie der Fährmann, dann tut das auch ein Stürmer oder wer auch immer das war jetzt. Ja. Das tut richtig weh. Man hat ja gesehen, durch seine Bewegungen, die er ja gemacht hat, habe ich erst gedacht, da ist was Schlimmeres passiert. Aber im Nachhinein hat er sich wahrscheinlich so erschrocken, dass der Fährmann hinten rauskam und ihn so erwischt hat. Aber ich fand auch, Klaus hat vollkommen recht, das war für mich auch kein Elfmeter, was soll der Torwart machen? Ja. Wenn er rauskommt, er trifft den Ball ja noch. Ja, super. Aber du kannst sehen, wie die Schiedsrichter heutzutage gucken. Normalerweise hätte er gucken können, ja, dann ist er mit dem Fernseher hätte er ja gucken können und sagen können, ja, okay. Wenn ich mit Toni Schumacher, der hat dem Training in den Kopf abgehauen, aber bleib doch weg, warum gehst du überhaupt hin, du? Hat er dich noch beleidigt auch? Naja, gut, Mann. Du siehst das ja als Stürmer. Ah, hallo. Also so blind kann ich nicht sein, dass ich das nicht sehe. Und deswegen bleibe ich da weg. Und warte, vielleicht lässt er den Ball fallen. Die Möglichkeit ist auch. Ja, oder er trifft ihn nicht richtig beim Fausten oder so, ne? Ja, er trifft ihn nicht, aber doch nicht hinquellen und dann einfach zu heulen oder was? Ich denke auch, es gibt doch zwei Kriterien. Entweder er hat den Ball verfehlt, dann ist es ein klares Foul. Er hat ihn aber sauber getroffen und er hat nicht zuerst den Mann berührt und dann den Ball, sondern andersrum. Ja, also war eine klassische Rettungsaktion. Und ich hatte danach den Tomasz Kallas, den Innenverteidiger, im Interview. Ne? Ja. Und der hat ja jahrelang in der zweiten Liga in England gespielt, was ja die härteste Hölle der Fußballwelt ist. Ne? Und dann habe ich gefragt, sag mal, in der zweiten englischen Liga, hätte es dafür Elfmeter gegeben? Guckt er mir an und sagt, dafür jetzt nur Applaus gegeben und sonst nichts. Ja, logisch. Das ist so schön, wenn der Karl das dann sagt, dann kann er jetzt in St. Pauli auch mal richtig zur Sache gehen. Das gefällt mir nämlich auch nicht mit seinem leichten Fußball, was er da manchmal spielt. Wenn er schon in England spielt, dann soll er dann auch mal zeigen, die Härte. Ja, also wenn er schon so einen Kommentar gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, dann soll er doch mal in St. Pauli zeigen, was los ist. Englischen Fußball soll er mal spielen. Und die fand, das war eine tolle Aktion von einem Torwart, diese Faustabwehr. Ja, wie viele sind rausgekommen, Ball nicht richtig getroffen. Ja, dann fällt der Ball eh runter. Aber daher muss ich sagen, und dann, Gott sei Dank, das war in der 88. Minute, glaube ich. Ja, stell dir mal vor, sowas passiert viele Stunden, 20 Minuten vorher. Dann brennt der Baum beim 3-2. Ja, da können wir auch ein Lied von singen, weil das haben wir noch mitgemacht. Wenn so ein 3-2 fällt, da geht einem ein Ruck durch die Mannschaft. Ja, und die anderen wissen nicht, wie sie sich verhalten müssen. Also im Endeffekt war es ja so, okay, 3-2 gewonnen, abwischen und Feierabend. Für uns war ja eigentlich nur wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Wenn wir das Spiel nicht gewonnen hätten, dann wäre wahrscheinlich der Baum am Brennen. Aber ich fand die Aufstellung gut, die er gemacht hat. Ja, jeder wusste, was er zu machen hatte. Vor allem in der Defensive, die rechte Seite gefiel mir nicht so. Da habe ich so ein bisschen nach 10 Minuten schon gedacht, da brennt der Baum auf der Seite, wahrscheinlich muss er da irgendwann mal schnell wechseln. Und stand alles. Tempelmann hat sehr viel Druck gemacht. Das 2-1, was er da gemacht hat, also für einen Torwart hätte er eigentlich halten müssen. Das war jetzt kein Schuss in den Winkel oder sonst was. Es war nicht abgeprallt, der Ball. Also ich weiß nicht, wie er da oder was er gesehen hat, aber normalerweise muss er den halten. Aber für uns war es super gewesen und Tempelmann hat für mich sehr gut gespielt, das muss ich wirklich sagen. Also gut, jetzt bin ich schon erstmal bestraft worden, dass ein Mittelfeldspieler schon ein Tor gemacht hat. Und also da muss ich da ich hoffe, dass die anderen auch mal dran denken, auch mal zu schießen. Ja? Da war ein toller Schuss von Tempelmann, war keine Frage. Ob er den halten muss, ich weiß nicht. Also,
Da bin ich nicht. Vielleicht hat er ein bisschen spät gesehen, ne? Aber sein, ja. Insgesamt war natürlich auch ordentlich Pfeffer hinter. Ja. Manchmal erwischt ein Torwart irgendwie noch in der Bewegung auf dem falschen Fuß oder so. Ne? Ja, mir hat gefallen, wie der Mörkin das gelöst hat, als linker Innenverteidiger. Genau. Ne? Der war ja bis jetzt eigentlich angedacht, oder ganz früher war er mal offensiv links, dann hat er auch defensiv links gespielt. Hätte man gedacht, okay, das ist vielleicht ein richtig guter für die Außenbahn. Aber jetzt setzt er den dahin, nimmt Baumgartl raus, setzt Mörkin dahin. Und ich hatte ein bisschen Bedenken so mit Kopfballstärke und so, aber hat er sofort alles geholt. Ne? Die Idee hätte ich eigentlich auch gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich hätte ich ihn noch mehr in die Mitte reingestellt, weil er verhältnismäßig schnell ist. Jetzt haben sie das ja so gemacht, dass er auf der linken Seite spielt. Ich fand es gut. Ich habe diese Idee auch im Kopf gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin, weil er ist der Einzige, der schnell ist, der nochmal den einen oder anderen ablaufen kann. Sonst haben wir doch verhältnismäßig nicht langsame, aber nicht so schnelle Leute, die jetzt jemand einholen können. Und das war ein guter Zug. Und was ich auch gut an dem finde, ist, wenn er einen Ball hat, er spielt in die Tiefe rein. Er hat einen guten Passspiel, also sehr stramm Pass und das ist eigentlich das, was uns ja hinten fehlt. Ja? Sonst kommen wir ja nicht raus. Sonst kommen wir immer wieder so über außen ein bisschen. Aber diese Pässe, was ich immer gesagt habe, die Pässe durch zwei, drei Mann durch, die hat er super gespielt. Das ja, also Baumgartl, das soll sich auf seinen Fußball konzentrieren, dass er gute Leistung bringt und nicht Interviews geben, in der Öffentlichkeit den Trainer kritisieren. Das ist das Schlimmste, was er machen kann. Und die Quittung hat er gekriegt. Und jetzt wird er erst mal draußen sein. Das steht mir auch fest. Also ich glaube auch, Jörg, vielleicht bevor du noch was sagst, ich meine auch, der soll die Mannschaft jetzt so weiterspielen lassen. Ja, also würde ich jetzt machen. Wieder gewonnen, ich hoffe nicht, dass er auf die Idee kommt, jetzt wieder irgendwie was Neues zu machen. Eine gewonnene Mannschaft reißt man nicht auseinander. Ja, aber ich glaube auch nicht. Der hat 6 Mann von Karlsruhe, die da gespielt haben, hat er rausgetan, hat 6 neue rein. Und die gewinnen hier 3-2 mit einem guten Spiel. Warum soll er das ändern? Wird ja auch nicht. Einmal muss er ja. Ne? Tempelmann hat im ersten Spiel eine gelb-rote Karte gesehen, genau. Der ist gesperrt. Ach so, ausgerechnet beeindruckt hat. Ne? Ist er im Pokal gesperrt. In Nürnberg da war er wieder ran. Ne? Ja. Also, ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt zum 96-Spiel und eigentlich müssen wir jetzt gleich 2 Spiele besprechen. Morgen schon Pokal in St. Pauli auf der Reeperbahn und am Samstag dann beim Club. Fangen wir mit dem nächstliegenden an. Pokal, ne? Ja. Eigene Gesetze. Vielleicht ist das die Chance, Pokal, nach dem 1-3 vor ein paar Wochen da, diesmal besser auszusehen. Ja, und man hat ja gesehen, die hören nicht auf. Die haben ja kurz vor Schluss ein Siegtor gemacht erst. St. Pauli beim letzten Spiel. Jetzt gegen Karlsruhe, 2-1. Mhm. Und von daher musst du wieder 90 Minuten wachsam sein. Das ist nun mal so. Gegenhalten ohne Ende, weil Pokal, ja, eine Runde weiter, da gibt es ja wieder auch viel Geld, der Verein braucht. Und dieses Geld ist ja ganz enorm wichtig. Und weiterkommen auch für die Spieler selber, für den Verein. Und von daher bin ich gespannt, wie wir auftreten werden auf St. Pauli. Aber sie haben eine gute Mannschaft. Aber Pokal ist Pokal. Ja, wenn man in St. Pauli vielleicht weiterkommt, dann würde der Ruck wahrscheinlich noch größer werden in der Mannschaft. Und das Selbstvertrauen wäre auch wieder noch mehr da. Klar, wenn man jetzt in St. Pauli untergehen würde, wahrscheinlich wird man wahrscheinlich dann in Nürnberg auch wieder probieren, den einen oder anderen reinzupacken. Also wäre schon klasse, wenn wir in eine Runde weiterkommen würden in St. Pauli, wo es für mich sehr, sehr schwer wird in St. Pauli. Also da glaube ich schon, die machen da fürchterlich Druck. Die kämpfen, wie der Klaus schon gesagt hat, bis zur letzten Minute. Und deswegen haben sie ja auch im Endeffekt das Spiel gegen Karlsruhe auch gewonnen, wo Karlsruhe mich sehr überrascht hat. Also die haben sehr gut gespielt. Karlsruhe auf St. Pauli. In St. Pauli jetzt beim Spiel. Ach so, St. Pauli. Dass die da sehr viel Druck gemacht haben. Und dass sie da lange 1-1 gehalten haben. Also ich habe auch nicht mehr mitgerechnet, dass sie noch ein Tor machen. Aber St. Pauli ist auch so eine komische Truppe da. Die kämpfen auch bis zum Schluss. Das hat er gut reingearbeitet, der Trainer bei denen. Und das müssen wir in St. Pauli auch machen.
Ja, Kollege Hürzler, ne, der Trainer von St. Pauli, ist da auf einer einzigen Erfolgswelle, seit er sein Amt angetreten hat. Jetzt hat er 5 der letzten 6 gewonnen. Einzige Mannschaft in der zweiten Liga, die noch nicht verloren hat. Ne? Immer auch nach 11 Spieltagen noch nicht. 6 Siege, 5 Unentschieden. Der hat aber jetzt sich hingestellt bei der Pressekonferenz vor dem Spiel morgen und hat sehr vor Schalke gewarnt. Die werden so stark, die hätten so eine hohe individuelle Qualität, könnten immer Tore schießen. Meinst du, der hat ein bisschen Schiss, dass seine Mannschaft Schalke unterschätzt, weil sie da 3-1 gewonnen haben in der Liga? Nein, das glaube ich nicht. Er weiß, Schalke normalerweise bessere Mannschaft, als sie bisher gezeigt hat. Und jetzt durch den neuen Trainer auch jetzt gewonnen, ist ein Aufwind da, auf jeden Fall. Und von daher wird er die Mannschaft auch wachgerüttelt haben, auch Leute, wir haben uns sind auf einer Erfolgswelle, aber es kommt ein Gegner, der Ambitionen hat, wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Und da hat er schon, für meine Begriffe, schon richtig gemacht. Naja, das ist ja auch so, Klaus, die wollen ja auch eine Runde weiter, die wollen auch weiterhin Geld in die Kasse reinbringen. Und wenn du ein Heimspiel hast, möchtest du ja nicht gerade verlieren, auch wenn es gegen Schalke ist jetzt. Egal wer da hinkommt, die wollen, jeder will eine Runde weiter und jeder glaubt, Bayern München anzukriegen oder was weiß ich. Und klar, das, aber es wird ein interessantes Spiel, sicherlich, glaube ich, weil Pauli muss was machen. Und wenn wir so gut stehen wie jetzt hier gegen Hannover, dann sehe ich da sogar eine kleine Chance eventuell, dass wir die da rauskegeln. Und die den Gegner nicht in Ruhe lassen, dass er, wie 2-1, der in Ruhe den Ball nehmen konnte und hat ein super Tor gemacht, sondern die Leute attackieren, sehen, wo muss ich sofort hin. Das ist ganz, ganz wichtig. Keine Zeit dem Gegner geben. Und dann hoffen wir auf den Pokal, unter anderem ja auch, weil es die nächste Runde schon noch vor Weihnachten gibt, ne, Anfang Dezember. Das heißt, das Geld könntest du schon noch mit in eventuelle Transferaktivitäten stecken, ja, in der Winterpause. Also das wäre natürlich auch ein wichtiger Aspekt für den S04. Aber als Mannschaft vielleicht nicht so, ne? Ja, ja, gut, man wird ja sehen, was man dann holen will. Ich weiß nicht, wie der Gedanken vom Trainer ist, wen er da noch im Blick hat. Ich weiß es nicht, ich habe nur gehört, dass jetzt er das alles machen darf und finde ich eigentlich auch ganz gut. Nur wie gesagt, wenn man natürlich jetzt Spieler vielleicht aus Belgien holt und, da werden sie ja irgendwie auch Zugänge haben und wenn die gut sein sollten, diese dann besorgen, wäre natürlich klasse für uns. Wir brauchen Qualität, nichts anderes. Wir brauchen Schnelligkeit, wir brauchen Qualität, wir brauchen keine Durchschnittsspieler mehr. Ja? Also da wissen wir, will nicht sagen, dass wir genug davon haben, aber wir haben zu wenig Leute, die von der Schnelligkeit kommen und da müssten wir eigentlich darauf achten, dass die entweder außen oder hinten oder im Mittelfeld schnelle Leute einkaufen. Also wenn wir überhaupt was kaufen dürfen. Ne? Ja, ein kleines Budget ist ja da, ne? Haben wir schon gehört. Aber das Problem ist, billige, schnelle, gute Spieler gibt es nicht. Ja, musst du bei den ganz Jungen gucken und schauen, ob er da einen erwischt. Und der muss dann auch sofort funktionieren, genau, in einer schwierigen Situation. Ne? Ja. Aber einfach, die Jungen bei uns, die funktionieren ja ein bisschen, ja, von der Schnelligkeit her. Man muss nur Vertrauen haben, die einzusetzen. Ne? Das muss man auch sagen. Ich habe es ja immer gesagt, ein schneller Spieler durch ständiges Training kann sich auf der Position, die er spielt, verbessern. Ein langsamer Spieler wird nicht schneller, der kann sich abhaken, aus. Ja. So ist es. Und dann geht es am Samstag hoffentlich in bester Laune nach Nürnberg zu den Freunden. Für die Fans ein einziges Fest, aber für die Mannschaft natürlich die nächste Gelegenheit, 3 Punkte zu holen, die ganz wichtig wären, um dann Anschluss zu kriegen an die Rostocks und Magdeburgs dieser Welt, die vor uns in der Tabelle stehen. Ja, aber die sind haben die Chancen da. Erst FC Auswärts gewonnen. Und das wird. Eine leichte Aufgabe gibt es ja überhaupt nicht. Ja, weil wir nicht so die überragende Mannschaft haben, dass es eine leichte Aufgabe für uns wird. Es wird bei jedem Spiel wird eng, weil sie spielen auch erstmal Nürnberg gegen Schalke, ja, ewig. Ein tolles Duell immer gewesen. Und alle spielen anders gegen Schalke. Schalke, oh,
Da geben die noch mehr, was sie sonst geben. Und deswegen musst du gegenhalten. Da bleibt nichts anderes über. Ja, dann ist der Tempelmann ja auch wieder zurück, ne? Weil in der Liga ist er ja nicht gesperrt. Und der als Ex-Nürnberger und apropos Ex-Nürnberger, ne? Du hast ja auch beim Club gespielt, ja, aber wenn nicht wir uns nochmal dran entsinnen. Ja, lange. Eine Saison. Ja, hat auch gereicht. 24 Spiele, 3 Tore habe ich nachgeguckt. Ja. Alle 3 Tore nur bei Niederlagen, haben ja nichts genutzt. Da stand schon 5-0. Dann habe ich 5-1. Ja, dann haben sie mich laufen lassen. Aber. Ja, lass ihn laufen. Lass den Jungen mal laufen, haben sie gesagt. Nein, nein, aber ich sehe das auch so. Ich meine, Freundschaft hin, Freundschaft her, wir brauchen Punkte. Mich interessiert nicht Nürnberg, mich interessiert auch nicht, ob wir da so ein gutes Verhältnis haben, sondern wir brauchen Punkte. Die Nürnberger, die werden uns da nichts schenken. Die werden nicht sagen, oh, wir sind Freunde, jetzt kriegt ihr mal 3 Punkte. Also die werden da wahrscheinlich auch Gas geben ohne Ende. Und Nürnberg hat man ja eigentlich auch so ein bisschen, wenn man das so gesehen hat, mitgerechnet, dass die auch unten im unteren Bereich spielen. Jetzt haben sie ein paar Punkte mehr schon gemacht als wir. Und jetzt haben sie natürlich ein bisschen Selbstvertrauen. Und ja, wir müssen auf jeden Fall so spielen wie im letzten Spiel, wie wir aufgestiegen sind in Nürnberg. Das würde mir gut gefallen. Und da haben wir sehr gut gespielt gegen Nürnberg. Aber es ist schon wieder ein ganz anderes Spiel. Und hoffen wir mal, dass die Jungs so spielen hier wie gegen Hannover, dann wäre ich schon zufrieden. Wenn wir so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, Nürnberg, erstaunlicherweise hast du mit Schalke nur ein einziges Spiel in Nürnberg gemacht. Würde man gar nicht glauben, ne? Aber das habt ihr gewonnen und Torschütze warst du einmal zum 2-0 und das 1-0 ganz früh hat Aki Lütke-Bohmert gemacht. Der Aki, gestern 30 Jahre her, seit seinem Tod, viel zu früh von uns gegangen wegen schwerer Krankheit, war ein richtig guter Typ, oder? Ja, ich weiß, ich habe ihn kurz vor seinem Tod im Krankenhaus noch besucht und er hat ja selbst gesagt, ja, keine Chance mehr. Es war traurig für uns, am Aki Lütke-Bohmert, ein super Junge, nicht nur ein guter Fußballer, laufstark, menschlich, super in Ordnung, aber der Krebs hat ihn leider besiegt. Aki war auch so ein Typ, immer den habe ich immer so bewundert. Also ich kam immer so ziemlich als junger Kerl dahin und dann habe ich immer gedacht, Mensch, wie macht er das? Also wir sind dann immer so, nach dem Training sind wir dann so ein bisschen Bälle zusammen und er ist dann weg, da ist man da Borken abgehauen, weil er gewohnt oder in Heiden. Und wenn wir reinkamen, da war er schon immer fertig. Dann hat er seine langen Haare, Jeans nur an, Turnschuhe oder Badelatschen, Hemd drüber und weg war er. Dann haben wir gesagt, wie schnell duscht er sich denn? Das gibt's doch gar nicht. Ne? Also der Aki, das war, muss ich sagen, ein guter Typ, der hat auf meine Seite gespielt und ist viel, viel für mich gelaufen. Und Aki war auch ein super Fußballer, man hat ihn total unterschätzt, genauso wie ein Klaus Scher. Das war auch ein geiler Fußballer, ja. Aber die haben dann da sich so, manchmal haben die sich da um die Plätze da gestritten. Aber Aki, das war für mich, der hat einen super Schuss gehabt, war schnell, war aggressiv. Also der hatte alles mitgebracht, Körpergröße, alles und ein super Techniker. Ich mochte Aki unheimlich gerne, aber auch, weil der so war. Der war eben ein Bauernjunge, auf Deutsch gesagt. So, ne? Der hatte seine Hunde da in seinem BMW, wenn er eingestiegen ist, hat man nichts mehr gesehen, weil die Hunde da drin waren. Da war keine Luft mehr drin. Ne? Also das war ein guter Typ und ich muss wirklich sagen, der wäre heute Nationalspieler mit Sicherheit. Ja, das war ein super Fußballer. Also, man hat ihn unterschätzt ein bisschen manchmal, aber gut, es waren natürlich bei uns in der Truppe einige Jungs, die jetzt Nationalspieler waren, aber ich glaube, Aki hätte das wie Aki Wimmer, der in Gladbach gespielt hat, genauso gespielt. Ja, also das war ein geiler Fußballer, muss ich sagen. Und für uns Jungs auf den Rängen war er auch eine Stil-Ikone. Ja. Ne? Mit den langen Haaren, immer genau. Trikot aus der Hose, ne? Stutzen runter, keine Schienbeinschoner und total lässiger Typ. Ne? Ja, und der war auch Vorbild für mich. Ich habe dann auch ein bisschen wachsen lassen. Damals hatte ich ja noch welche. Aki war schon eine toller Nummer. Toller Typ. Jo, ja. Dann wollen wir es hoffen, dass die Jungs es dann im übernächsten Spiel in Nürnberg genauso machen wie ihr damals, ne? Mit einem Sieg beim Club zurückkommen und dann hören wir uns wieder
Ja, in der Analyse. Ich habe eine gute Erinnerung an Nürnberg. Ich habe mein erstes Bundesliga-Tor gemacht gegen den ersten FC Nürnberg. 2-0 haben wir 60 gewonnen. Drittes Spiel, glaube ich, war das. Ja, das, warum die mich nicht haben. Normalerweise müssten wir beide hier hinfahren, weil wir beide sind ja auch beim Aufstieg da gewesen. Warum die mich haben wollten, da kam wahrscheinlich keiner in den Bayerischen Wald. Bei 60 München waren sie da. Ja, Franken und Bayerischer Wald vielleicht. Die gleiche Entfernung so ungefähr wie von München. Mensch, ich bin froh, dass du da nicht hingegangen bist. Ja, aber wäre Max Merkel gekommen. Der ist mit denen abgestiegen. Ja, diese. Bleib lieber, weil gut, dass du hier hingekommen bist. Du bist schon 70 Jahre hier, hör mal. Jux, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Glück auf. Glück auf.